Ja, also wieder bei Hollow Knight. Beim letzten Mal haben wir hier die Stadt der Tränen ein kleines bisschen erkundet, haben noch eine weitere Station gefunden und wollen nun erst einmal zurück in die ewige Ruhestätte. Oder zur ewigen Ruhestätte. Ich glaube, zur ewigen Ruhestätte klingt irgendwie richtiger. Nein, ich wollte nicht nochmal mit ihr reden. Und wollen einmal mit der Seherin nochmal sprechen. Denn wir haben jetzt ihre 100... Ich muss echt mal fragen, wie die Einheit davon heißt. Ihre 100 Dinger gebracht. So. Ah, Trigger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Ach, Essenz, genau so hießen die. Du hast schon 100 Essenz gesammelt. Schnelle Arbeit, du hast ein Händchen für vieles, nicht wahr? Kein Wunder, dass die Träumer dich in diesem alten Traum begraben wollten. Vielleicht haben sie Angst vor dir. Oder vielleicht sehnten sie sich nach deiner Gesellschaft, da sie auch Gefangene sind. Wie dem auch sei, du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Nimm dieses alte Schmuckstück als Ermunterung und kehre zurück, wenn du 200 Essenz gesammelt hast. Ein Siegel von Heilands Nest. Okay. Also im Endeffekt auch nur wieder Geld. Na gut. Dann wollen wir wieder zurück in die Lagerräume. Und gucken dann mal, was da links von der Stadt... Eigentlich kann ich auch auf die große Karte mal gucken. Der wird mir sicher zeigen, was da ist. Da links führt es mich zurück in die Pilzöde. Weil nee, da müsste eine Sackgasse sein. Wenn ich das so sehe, weil ich glaube, das war von der anderen Seite zu. Schauen wir mal. Mal gucken, was ich da finde. Jetzt zurück. Wow, hi. Au, tu mir nicht weh. Sonst tue ich dir weh. Also ich habe dir schon weh getan, also... Wenn ich sage, tu mir nicht weh, sonst tue ich dir weh. Aber wenn er mir schon weh getan hat, dann muss ich ihm ja weh tun. Quasi. Oder so. Ah, hier ist der... Weg versperrt gewesen. Ein Aufzug, ja. Da geht mein ganzes Geo hin. Okay. Fahren wir hoch. Und damit habe ich jetzt... Sind wir jetzt bei den vergessenen Wegkreuzungen? Ja. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen, diesen Gang. Und da konnten wir nicht durch, weil die Tür zu war. Aber jetzt hätten wir das auch. So, wo führst du mich jetzt hin, ist die Frage. Okay, also ich auf jeden Fall schon mal stacheln. Und weiter... Oh, hier oben geht es noch weiter. Das ist alles nur eine... Okay, hier ist einfach noch für Geo. Die Sache ist, wo führt mich der Weg zwischen den Stacheln darunter? Ich würde sagen... Probieren wir es aus. Wow! Hi! Erstmal in Gegnermassen reinfallen. Guck mal, so kommen wir auf jeden Fall schon mal zurück. Wahrscheinlich lande ich jetzt irgendwie nur bei noch mehr Geo oder so. Wow! Das war doof. Das war gemein. Ah! Ich sehe da vorne ein Seelengefäß. Sehr schön. Haben wir auch schon mal das zweite. Theoretisch könnte ich mir ein drittes einfach kaufen bei Sly, aber... Jo. Na gut. Dann auf zurück in die Stadt der Tränen. Dann ist jetzt der ominöse Gang hinten bei Conifer dran. Komme ich hier schnell durch? Bis da unten. Das schon, ich fliege jetzt wieder in die Stacheln rein. Bis da unten hin. Ich muss eigentlich mich so ein bisschen geradeaus runterhalten. Und tschüss. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, muss nach rechts. Eigentlich kann ich die eben noch mitnehmen. Einfach weil. Und vor allem, weil die meine Seele wieder aufgefüllt haben. So, ist Zoto noch da? Oder hat er sich mittlerweile verduftet? Naja, der hat sich verdünnisiert. Aber zumindest Cornifer ist noch da. So, hier ist auch nichts Neues. Dann runter und nach rechts. Und ich glaube, in der Richtung dürfte vielleicht sogar ein neuer Boss stehen. Oh, hi. Hoi. Hoi.
Manche Gegner machen einfach nur schöne Geräusche. Je nachdem, was mich hier gleich erwartet, sobald ich hier reinkomme. Ja. Ja. Dich habe ich erwartet. Wupsa. Na komm. Autsch. Ja. Ich glaube, wir haben gleich einen neuen Boss. Um das mal so ein bisschen schon vorwegzunehmen. Jetzt im Seelenheiligtum. Okay. Musik ist cool hier. Ah, Hilfe. Stimmt ja. Diese kleinen Seelenviecher erscheinen dann. Hatten wir auch gerade wieder eine Essenz gebracht. Okay, wo führt mich das jetzt hin? Auch wieder zu Cornifer? Trachten. Eine funkelnde Tür, okay, irgendeine Metalltür. Na, guck mal, da komme ich noch hin. Das bringt mir nur nichts. Okay, und wieder weg. Moment, da war ein Loch. Oh, sehr schön, dann haben wir nochmal eine kleine Abkürzung. Ja, da im Seelenheiligtum. So, einmal bitte hoch. Und wieder runter. Na dann, schauen wir doch mal, was das Seelenheiligtum noch alles für uns bereithält. Die Musik ist ja genial. Könnte schon fast aus einem Castlevania-Teil sein. Kann ich das? Nein. Dann hier weiter. Aufzug oder zu Fuß? So, ich würde sagen zu Fuß. 4 Schläge sind das nur? Oder geht ganz einfach eigentlich? Diese komischen Seelenviecher, die meine Seele haben wollen. Ich gehe mal zumindest davon aus, dass sie meine Seele haben wollen. Viele Monster hier wollen sicher meine Seele haben. Da kann ich nicht durch, aber ich glaube, das war sogar ein ziemlich nerviger Raum da oben. Na gut, dann gehen wir halt eben zu Fuß hoch. Hi. Wow. Verdammt. Ich bin doch nicht immer aus. Yo! Das war mies. Einfach sein Teil da genau unter mich geplatziert hat. Da wollte ich nicht drauf landen. Was haben wir hier Schönes? Bericht aber, so sehr schränkt uns der Geist noch immer ein. Wie können wir seine Grenzen überwinden? Ist es überhaupt möglich, einen unverfälschten Fokus zu erlangen? Okay. Ja, jetzt ist da oben offen. Oh je. Ich erinnere mich an diesen Raum da hinten. Ich glaube, der war nicht nett. Der war nicht nett. Vor allem, wenn der Typ so direkt auf mich runtergesprungen kommt. So aus dem Nichts. Wow. Wie der mich verarscht hat. Ich ging voll davon aus, dass er jetzt einfach von oben wieder runtergejumpt kommt. Ey, wieso kannst du auch dieses Ding schießen? Was? Hab ich Zeit? Nein. Ja, wow. Der reckt mich gerade echt hart. Wow. Okay, habe ich Zeit? Ich habe keine Seele mehr, merke ich gerade. Oh, puh. Okay, jetzt habe ich wieder was. Na, was machst du jetzt? Okay, ich habe kurz Zeit. Nein! Verdammt. Verdammt. Oh Gott. Holy shit. Gib mir mal bitte einen schwachen Gegner oder so. Ich möchte mich ein bisschen heilen. Nein, du bist nicht schwach.
Okay. Oh. Moment, ich verlasse mal kurz den Raum, damit der Gegner wieder despawnt. Puh. Das war nicht knapp. Nee, nee. Alles okay so. Just as planned. Kennt man ja. Au. Oh, geh mal ein bisschen beseele. Meine Güte. Living on the edge hier. Puh. Das nur bei dem normalen Miniboss. Der hat mich auch ein bisschen hart genatzt. Komme ich von hier aus nochmal zurück zu Cornifer? Ich denke schon, ne? Wenn ich jetzt hier durchgehe. Genau, nach links und dann hoch. Ja, wir gehen nochmal kurz zu Cornifer da hinten zurück und heilen uns. Meine Güte. So, mal abspeichern. Und wieder zurück. Ja. Der hat mich wirklich ein bisschen genatzt. Ich hoffe, davon kommen nicht noch mehr. Aber ja, auch nur so lange, bis ich das Muster raus hatte, ne? Danach ging es ja eigentlich. So, mal bitte hoch. Jetzt werde ich wahrscheinlich jedes Vieh nochmal besiegen, ne? So, zack und zack und zack. Jetzt haben wir wieder volle Seele. Sehr schön. Danke. Danke, dass du einfach direkt vor mir spawnst. Ne, komm nicht dran. Au. Das hat mich auch wieder mehr Seele gekostet, als es eigentlich sollte. Ich komme mit diesen Gegnern irgendwie nicht klar. Da kommt einfach noch einer. Weißt du, ich sag's so, ich komme mit diesen Gegnern nicht klar. Und dann so, ich spawn einfach hier neben. Kannst du bitte aufhören, mich zu verarschen? So. Weißt du, ich komme zu dir runter, du teleportierst dich hoch. Ich komme wieder zu dir hoch, du teleportierst dich runter. Bitte mehr konsequent sein. So. So. Na, kommt noch einer? Ne, da kann ich auch nicht weit, oder? Ne, ich dachte, ich könnte da was kaputt machen. So. Ich glaube, wir sind jetzt am obersten Punkt angekommen. So langsam. Ne, noch nicht. Verdammt. Ich dachte, ich krieg dem ausgewichen. Wenn ich so im letzten Moment noch drüber springe, aber... ich auch nicht lang. Zip. Zip. Ich mag das nicht, wenn er mich verarscht. Aber guck mal, manchmal funktioniert das auch. Also nicht, dass er mich verarscht, sondern dass ich ihn auch mal schadensfrei besiegen kann. Eigentlich will ich nicht so tief fallen. Da kann ich auch nichts weiter machen. Da ist ein Loch, oder? Ja. Bringt mir nur nicht viel. So. Dann hier weiter hoch. Ich sollte ja schon die ganze Zeit diese ganze Wiese machen. Hier ist nämlich noch ein Geheimgang. Au. Was wollen die von mir überhaupt? Habt ihr noch irgendwas? Wow! Hä? Ist da gerade einfach direkt vor dem neuen gespawnt und ich dachte, der wäre weg? Wie mies! Wow! Könnt ihr bitte aufhören, einfach aus dem Nichts neu zu spawnen, wenn ich da gerade entlang dashen möchte? Zauberbändiger. Was haben wir denn da? Da. Reduziert die Seele Kosten von Zaubern. Bringt mir jetzt nicht wirklich viel, weil ich eh nicht so viel Zauber benutze, aber... Ja, ich würde sagen, das hier draußen sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Dumm, ich laufe hier entlang und plötzlich geht die Tür zu. Und da hinten kommt was angeflogen.
Na dann, der Seelenmeister. Unser nächster Boss. Ach ja, müssen wir dein Muster nochmal angucken. Was kannst du überhaupt nochmal? Ein Gott, das ist eklig. Kann ich Dinger kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Und dann fliegen die einfach auf mich zu, so random. Einfach unter dir. Verdammt. So. Und mir wurde auch gesagt, dieser, wenn sie so ein bisschen außer Puste sind, ist einfach ein Free Hit. Den kann ich einfach nutzen. Komm nicht auf mich zu, du Sack. Um einfach anzugreifen. So. Däh. Wieder die eklige Phase. Meine Musik ist aber wieder nice. Wie der mich schon wieder genatzt hat. Da, verdammt. Also der ist auch schon ein bisschen schwerer, der Boss. Ob ich den jetzt auf Anhieb schaffe, weiß ich nicht. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Okay. So. Und weitermachen. Der verarscht mich auch gerne einfach mal. Nach dem Motto, ich springe jetzt runter. Ne, ich springe doch nicht runter. Verarscht. Oh Gott. Oh Gott. So, und jetzt kommen die Dinger wieder zu mir zurückgeflogen. Nein. Das hätte ich besser machen können. So. Aber ich finde den vom Prinzip her eigentlich ziemlich cool. Und damit haben wir ihn. Kannst dich auch nicht an jemanden entscheiden, wo du hin möchtest. Explodiert. Und damit nehmen wir die Seele in uns auf. Nur um verarscht zu werden. Denn der Kampf geht jetzt in die zweite Runde. Der hat nur so getan. Jetzt geht nämlich... jetzt geht's erst richtig los. Verdammt. Und ich glaube, das hier war das Miese. No! Wow. Ich komme hier nicht mehr weg! Was ist das? Ja, und tot. Wow. Der hat mich einfach zu Tode gekombot. Ja. Man sieht jetzt, wir haben keinen Geo mehr und unser Seelengefäß da oben ist ein bisschen kaputt. Das ist jetzt, das passiert nämlich, wenn man dann stirbt. Wir landen an der letzten Bank, wird aber quasi alles mehr oder weniger gespeichert, was wir schon bekommen haben und ich kann es mal kurz zeigen. Da oben sieht man da so ein komisches Symbol an der Stelle, wo wir gestorben sind. Da müssen wir uns erstmal jetzt wieder hin zurückarbeiten. Um, naja, unseren Fortschritt quasi wieder zu bekommen. So, ich laufe jetzt auch einfach durch, so gut es geht. Ja, so gut es geht. Und dann springt mir der Gegner einfach direkt vor die Nase. Die spawnen wir den mal eben, bitte. So. Achso, ich hätte einfach hier lang gehen können. Komm bitte her, Aufzug. Lass mich einfach gehen. Nein! Und einfach weg. Also wir haben auch ganz normal noch unsere Maske. Wir können unseren Seelenbehältnis nur jetzt nicht mehr ganz so weit füllen. Ich glaube, der kann jetzt nur noch so zu 2/3 voll werden. Lass mich weg. Und deswegen... Im Idealfall sollten wir einfach zu dem Ding wieder hingehen. Es angreifen und... Ja, so kriegen wir unser ganzes Geo wieder und unsere Seelengefäß. Darf ich jetzt den ganzen Boss nochmal... Ich darf ihn nochmal von Anfang machen. Aha... Hallo Seelenmeister, Runde 2. Ich weiß auch nicht, die eben hat mich einfach so genatzt. Wow, voll reingeflogen.
Ich wollte mich immer wieder heilen und ich kam einfach nicht von ihm... Autsch, weg. Das war jetzt auch echt schlecht. So. Wow. Also das geht auch besser, was ich hier mache. Was machst du jetzt? Wow! Dass ich da noch ausgewichen bin. Na, verdammt, da bin ich jetzt nicht mehr ausgewichen. Wow. Also manche Treffer denke ich mir echt einfach nur, was tue ich da eigentlich? Ja, so wie der da. Der war auch doof. Das ist wenigstens wieder eine Punkt, den ich heilen kann. War das nicht zweimal nur? Dreimal? Ich weiß es nicht. So. Diesmal geht aber auch direkt in Phase 2 über, ohne mich zu verarschen. Okay. Ich sollte mich von dem nicht treffen lassen. Vor allem nicht, wenn er mich verarscht. So, nicht heilen, einfach angreifen. Oh Gott. Gut, dass ich dann noch meinen Dash hatte. So, jetzt? Jetzt kann ich heilen. Perfekt. Oh, perfekt. Und ich glaube, das war's sogar schon. Jetzt aber wirklich. Puh. Irgendwie ging der zweite Kampf so viel schneller als der erste. So. Und damit haben wir jetzt den Elendssturz bekommen. Drücke kurz B, wenn du runterdrückelst, um den Grund mit einem mächtigen Schlag zu treffen. Zauber verbraucht Seele, fülle Seele auf, indem du Gegner angreifst. Sehr gut. Kann ich eigentlich? Nö. Jetzt können wir nämlich auch hier ein bisschen weitergehen. Und. Moment, wo können wir denn den mal vorführen? Ich würde einfach mal sagen, diese zerbrechliche Glasscheibe dort. War ich hier schon mal? Nee, war ich noch nicht. Wäre doch perfekt dafür, aber. Nicht von hier. Wir suchen uns dann noch eine schönere Stelle zum Runterknallen. Hier ist extra nochmal ein bisschen Seele aufzufüllen. Hier kriegen wir auch nochmal ein bisschen Belohnung, sage ich mal, für den Kampf. Hier ist auch noch mehr zum Seele auffüllen. Also eigentlich alles hier, um die Seele so gut es geht aufzufüllen. Um hier dann die neue Technik zu probieren. Nämlich den Elendssturz. Wunderschön. Einfach alles vernichtet, was zwischen die Quere kam. Ja, verdammt. So, wo führt mich der Weg hier eigentlich hin? War ich hier schon mal? Also, ja, hier kam ich gerade her. Hey. Und nochmal runter. Moment, da oben ist was. Ist genau gesehen. Was liegt hier noch? Ein Siegel von Heilandsnist. Okay. Und hier ist nur noch mehr Seele. Moment, 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 Moment. Das habe ich genau gesehen. Hier, in diesem wackeligen Boden, können wir es nämlich auch nochmal machen. Ich habe gerade genau gesehen, dass ich dann im Würmchen gerade vorbeigeflogen bin. Zumindest ich jetzt nur noch irgendwie nochmal hinkommen muss. Sobald ich hier alle Seelen getötet habe. Meine Güte, wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Eigentlich will ich nur noch zurück zu Cornifer. Denn der hat meine wunderschöne Speichercouch. So. Hallo und tschüss. So, und mit der neuen Technik können wir jetzt auf jeden Fall schon mal ja, ein gutes Stückchen weitergehen, ne? So. Und hier lande ich jetzt wieder in diesem Raum. Ach, guck mal, da oben ist was über mir. Komme ich in diesen Raum über mir nochmal rein? Oder war das da jetzt, wo der Boss war? Tja. So, und hier kann ich jetzt wieder runter. Und damit sind wir jetzt wieder hier hinten am Seelenheiligtum.
Jetzt, eigentlich wollte ich jetzt eben nur noch zurückgehen, aber jetzt interessiert es mich dann doch. Was ist jetzt an dem Typen da hinten? Wo ist das? Ist das da, wo ich gerade gegen den gekämpft habe? Ja, ne? Jetzt ist da doch wieder was. Hm. Behalten wir mal im Hinterkopf. Vielleicht gehen wir irgendwann dann nochmal hin. Vielleicht wird es auch auf der Karte markiert. Mal gucken. Gehen wir jetzt erstmal hier wieder raus. Und zu Korne verspeichern. Jetzt lass mich einfach nur noch hier direkt raus. Perfekt. Ja, das sieht richtig aus. Ja, das ist sehr richtig. Sehr gut. Jetzt musst du auch nochmal nerven. Moment. Wo ist der jetzt hin? Jetzt möchte ich den aber doch gerne besiegen. Puh, abgehauen. Feige Nudel. Runter. Aber ja, wir sind zumindest auch einmal draufgegangen, damit wir sehen, was da passiert. Das war jetzt natürlich nicht alles geplant. Ja, ja. Mhm. Könnte ich jetzt einfach so sagen, dass es geplant war zu sterben, aber nee. Der hat mich auch hier wieder mal genatzt. Das war super. So. Zeigt mir das an, dass da jetzt noch was ist auf der Karte? Nee, tut er nicht. Ich versuche mich mal dran zu erinnern, dass ich da im nächsten Part nochmal vorbeigehen möchte. Wenn nicht, könnt ihr es mir gerne dann in die Kommentare schreiben und sagen, ey, du hast da was vergessen. Ansonsten, ja, mal gucken, was wir da im nächsten Part machen. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.